begrüße alle recht herzlich ebenfalls und ich freue mich über ein sehr prominent besetztes Panel. Wir haben heute ausschließlich Abgeordnete zum Nationalrat hier vertreten auf unserer virtuellen Bühne. Das sind jene Menschen, die die Gesetze wirklich auch mit ihrer Stimme beschließen können. Und das halte ich für wirklich wichtig, dass man mit denen auch in den Diskurs tritt. Ich stelle jetzt die einzelnen Teilnehmerinnen vor. Wir haben uns geeinigt, dass alphabetisch zu machen, damit es da keine Ungleichgewichtungen gibt. Deshalb fange ich an mit dem Herrn Christian Drobitz. Herr Drobitz ist ein Abgeordneter von der SPÖ, kommt aus dem Burgenland und arbeitet beruflich bei der Arbeiterkammer als Jurist schon länger und ist deswegen auch ein wirklich ausgewiesener Experte für Arbeitsrecht, würde ich sagen. Dann haben wir den Herrn Markus Kotzer. Herr Kotzer ist von den Grünen. Er kommt aus der Gewerkschaft und auch aus der Arbeiterkammer und ist auch ein Vertreter, würde ich jetzt einmal sagen, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich. Dann haben wir den Herrn Gerald Lorca. Herr Lorca ist ein Abgeordneter von den NEOS. Herr Lorca hat die Arbeitsschwerpunkte Arbeitsmarkt, Sozialversicherungen, Lohn- und Einkommensteuer. Das heißt, er ist ebenfalls ein ausgewiesener Arbeitsmarktexperte und hat auch beruflich damit zu tun gehabt, dass er war zertifizierter Sachverständiger für Berufskunde und Arbeitsorganisation. Und ich würde den Herrn Lorca jetzt klassisch, wenn man österreichisch denkt, eher zur Arbeitgeberinnenseite zuordnen. Und dann freut es mich noch, die Frau Maria Theresia Nies zu begrüßen. Sie ist Abgeordnete der ÖVP. Sie ist im Vorstand der Mitarbeiterbeteiligungs AG und kommt auch traditionell eher von der Arbeitgeberinnenseite. Das heißt, das Panel ist wirklich auch sehr gut ausgewogen, was mich wirklich sehr, sehr freut. Ich begrüße die vier Herrschaften jetzt noch einmal recht herzlich. Leider kriege ich jetzt kein Feedback, das ist immer ein bisschen. Aber ich möchte jetzt gleich direkt in die Diskussion gehen und ich habe eine erste Frage formuliert und wir machen das am besten einfach reihum. Es nimmt sich dann als erster der Herr Dobritz das Mikrofon, würde ich sagen, und wir diskutieren das immer dann so reihum, wenn das okay ist für alle. Ja? Gut? Ja? Gut. Also die erste Frage ist, die provokativste, einfach um die Runde ein bisschen aufzuwärmen. Also wir haben jetzt fast ein Jahr Pandemie, also ziemlich genau ein Jahr Pandemie. Sowohl für Arbeitgeberinnen als auch für Arbeitnehmerinnen ist das Homeoffice im Prinzip seit einem Jahr gelebte Realität. Und jetzt erst im Jänner wurde das begleitende Gesetz, ernsthaft diskutiert und auch auf den Weg gebracht. Und da würde ich die Diskutantinnen ganz gern fragen, was war wirklich der Grund, wieso wir das so lange gebraucht haben? Also wir hinken der Realität mehr oder weniger ein Jahr hinterher, das ist schon eine lange Zeit. Ja? Ganz provokativ gefragt, hat die Politik da geschlafen? Oder wieso hat das so lange gedauert? Ja, weil das ist die Frage, wie ich gesagt habe, ich moderiere das, habe ich so rumgefragt, was die Leute wirklich interessiert. Und ich weiß, es wird jetzt und alles, aber einfach nur, um dieses Kapitel mal abzuschließen, ja, wieso das so lange gedauert hat. Das wünschen sich die Leute irgendwie, das habe ich so als Feedback bekommen. Also, wir fangen an mit Herrn Dobritz. Sie nehmen sich das Mikrofon. Guten Tag. Guten Tag, Frau Beitschopf. Ich sage einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich sage ein Grüß Gott an alle Mitdiskutanten. Zu meinem Namen, Drobitz ist richtig, ist ein schwieriger Name. Ich erlebe es immer wieder. Ich wollte es nur sagen am Anfang. Und, ich habe aber schon Drobitz gesagt. Ja, Dobitz, aber Drobitz, das kommt immer wieder. Ja, ich sage es dazu, kein Problem. ist aber kein Problem und sage danke noch für die Einladung. Ich möchte gerne auf Ihre erste Frage eingehen. Ja? Warum so lange gedauert hat? Ja? Meiner Meinung nach lag es daran, dass, so glaube ich, die damalige Ministerin doch sehr lange gebraucht hat, bis sie dieses Thema ins Rollen gebracht hat. Die Frau Aschbacher dürfte meines Erachtens nach mit diesem Thema doch sich länger vertrauen haben wollen und das war mit ein Grund. Wir haben ja selbst als SPÖ im Juli schon einen Anstoß gemacht, haben einen Entschließungsantrag gemacht,
der ist auch im Parlament, in der Parlamentsdirektion nachlesbar. Gerald Loacker, der heute auch mit dabei ist, hat dann im August oder September auch einen Antrag gemacht. Und wir mussten eigentlich lange warten, weil es wurde mehrfach vertagt. Und dann war eine Wiederaufnahme da. Es war zwar das Bekenntnis von vielen, dass man da schnell eine Lösung braucht, weil die Pandemie ja schon im März begonnen hat. Im Endeffekt war die Sozialpartnereinigung und man hat das wiederum verzögert, dann, obwohl eine Sozialpartnereinigung schon umsetzbar gewesen wäre. Und wir als SPÖ vertreten, dass das einfach viel zu lange verzögert und teilweise verschlafen worden ist. Vor allem dann auch im Finanzministerium, wo wegen der steuerrechtlichen Probleme dann wiederum 1 bis 2 Monate das Ganze ausgesetzt wurde. Und das ist schon eine Sache, wo ich der Regierung oder den Parteien vorwerfen möchte, dass das viel zu lange gedauert hat. Es ist richtig, dass wir dann im Februar die steuerrechtlichen Probleme gelöst haben. Es ist auch richtig, dass wir heute einen Gesetzentwurf vorliegend haben, wo arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Belange gut gelöst worden sind. Und ich bin auch überzeugt, dass das wahrscheinlich auch in der Evaluierung durchaus in den meisten Bereichen halten wird. Aber enttäuscht bin ich nur, wie Sie es auch angesprochen haben und provokant angesprochen haben, dass ein wichtiges Thema seitens der Regierungsparteien verschlafen wurde. Okay, gut. Herr Kotzer? Herr Kotzer, ich... Ja? Ja, ja, jetzt hören wir Sie. Ja, gute Frage. Das eine ist, das Thema Homeoffice hat uns, glaube ich, im Zusammenhang mit der Pandemie alle, dass es so präsent geworden ist und auf einmal auch ein derartiger Ausmaße angenommen hat, doch alle ziemlich überrollt. Es ist schon absehbar oder es wäre schon absehbar gewesen, dass es in den nächsten Jahren, Jahrzehnten natürlich massiv zunehmen wird, das ist überhaupt keine Frage, aber mit der Notwendigkeit, dass quasi große Versammlungen, Aufläufe von Menschen unter Anführungszeichen möglichst zerstreut werden und natürlich auch das für die Arbeitswelt gelten muss und drum auch der Druck erhöht worden ist, beziehungsweise die Bitte genannt worden ist, dass man doch Menschen, die Arbeitnehmerinnen, die in der Lage sind, ins Homeoffice schickt, ist natürlich dann auf einmal sehr präsent geworden und hat eine Wichtigkeit bekommen, der man lange Zeit viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet hat. Dass überhaupt nichts passiert ist, würde ich ja so nicht sagen. Das eine ist, es hat ja bereits provisorische Regelungen im Bereich der Unfallversicherung gegeben, die relativ rasch umgesetzt worden sind, als Homeoffice eingetreten ist. Und es hat auch unterschiedliche rechtliche Einschätzungen gegeben. Also die Arbeiterkammer hat immer schon gesagt gehabt, dass im Prinzip die Arbeitgeber, die Arbeitgeberinnen, den Arbeitnehmerinnen die entsprechenden Mittel auch zur Verfügung stellen müssen ins Homeoffice und. Aber jetzt hat natürlich der regulative Rahmen insgesamt hat gefehlt. Ja, da war nicht da. Es hat in einzelnen größeren Betrieben auch Betriebsvereinbarungen gegeben, wo das Homeoffice geregelt wird. Aber auch da, das war ein absolutes Minderheitenprogramm. Und ja, das stimmt schon. Ich würde es durchaus auch als Selbstkritik nehmen. Mit dieser Überrollung, mit dieser Pandemiephase, wo einfach sehr viel auch gemacht werden hat müssen in Sachen Absicherung von Kleinunternehmen, Absicherung von Kleinstunternehmen, gesundheitspolitische Vorkehrungen. Eine Verordnung hat die nächste gejagt. In Wirklichkeit haben wir alle auch nicht wirklich gewusst, wie soll man mit der Krise umgehen. Ist das Thema sicher am Anfang ins Hintertreffen geraten und das war vermutlich der Situation geschuldet, aber man hätte es schon schneller angehen können. Was allerdings für mich schon auch klar war, was für mich schon auch wichtig war, ist, und ich glaube, das bewährt sich schon und hat sich in Österreich immer bewährt, ist uns war schon wichtig, dass es eine sozialpartnerschaftliche Lösung geben soll und dass beide Seiten, die Arbeitgeberinnenseite und die Arbeitnehmerinnenseite, tatsächlich in den Findungsprozess eingebunden ist, weil es ist ein Arbeitsthema, es ist ein Thema, das betrifft die Arbeitsbeziehungen, die Arbeitsverhältnisse, die betrieblichen Realitäten und wer spiegelt die am besten wieder, wenn nicht die Sozialpartner, das heißt Gewerkschaften, Arbeiterkammer auf der einen Seite, Wirtschaftskammer auf der anderen Seite und dass die zu entsprechenden Lösungen kommen. Ja? Und das hat dann letztlich einfach auch gebraucht in der ganzen Situation. Im Herbst war es ja tatsächlich, wäre es ja tatsächlich soweit auch fertig gewesen. Ich habe mir auch sagen lassen, dass die Sozialpartnerverhandlungen alles andere als besonders einfach waren. Also da waren ja auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen nicht immer einer Meinung und waren nicht immer, haben nicht unbedingt am gleichen Ende gezogen, wenn man so sagen will. Das ist einfach so, das sind Interessenskonflikte und wir haben ja selber auch
Also sowohl die Arbeitsministerin, die damalige, als auch ich haben im Herbst auch kurz gesagt gehabt, leider so geht es nicht, es muss zu einer schnelleren Lösung kommen, ja, und dieser Stillstand muss beendet werden. Und es ist jetzt eben dann dieses Paket beschlossen worden. Und wer auch die österreichische Realität kennt, weiß auch, dass es mit dass das Finanzministerium auch noch einmal seinen Sanktus geben soll. Und es geht dann alles leider immer dann ein bisschen langsamer, als es tatsächlich gehen sollte. Jetzt haben wir die Lösung, jetzt ist sie da. Nächste Woche wird sie endgültig beschlossen. Was uns ja auch ein Anliegen war, ist ja abgesehen von diesem Provisorium, also ist eine Unfallversicherung beispielsweise, die man im Rahmen der Pandemie und der Lockdown-Phasen schon laufen gehabt hat, dass wir auch eine Regelung haben wollen, die nicht nur für die Pandemiezeit ist, sondern auch ein paar Jahre später wirken soll und eigentlich die Basis für das sein soll, was wir später eh diskutieren noch werden, nämlich was braucht es sonst noch für Regelungen für Homeoffice, digitales Arbeiten in der Zukunft. Ja, das sind soweit einmal meine Vermutungen bzw. meine Thesen, warum es doch länger gedauert hat, als es hätte dauern sollen. Und es ist mir schon noch durchaus verständlich, dass für viele Menschen, die sowohl die Homeoffice-Phase teilweise sehr begrüßt haben, dass sie im Homeoffice sein können, andererseits war es natürlich insbesondere für Frauen, die auch noch teilweise der Doppelbelastung ausgesetzt waren, weil Kinder zu Hause waren, und es sind leider nach wie vor überwiegend Frauen, die dafür zuständig sind oder zuständig gemacht werden. Für die war natürlich das Homeoffice, das Homeschooling, das Homelearning und alles Home eine zusätzliche Belastung. Und wie gesagt, ein wesentlicher Punkt wird abgesehen von der Regulierung von Homeoffice sein, wie kann man überhaupt gesellschaftliche Rahmenbedingungen so schaffen, dass Homeoffice keine Home-Belastung ist für alle zusammen und ein Home-Stress, sondern tatsächlich möglichst selbstverwirklichtes, entfaltetes und gutes Arbeiten auch ermöglicht. Mhm. Gut. Herr Loacker. Danke, Frau Breitschopf. Zur Vorstellung möchte ich noch einschränkend sagen, ich lasse mich da nicht eins zu eins ins Arbeitgeber-Eck von Ihnen schließen. Ist mir schon klar, bei den Lehnen. Ist mir schon klar. Beispielsweise kommt von uns der Antrag, die Gruppen der Arbeit und der Angestellten zu einem gemeinsamen Arbeitnehmerbegriff zusammenzuführen, um den Standesunterschied zu beseitigen. Ich glaube, da geht es um ein Arbeitnehmeranliegen und das werden Sie bei uns immer wieder finden. Aber warum hat es so lange gedauert mit dem Gesetz? Also ich glaube, es hat vor allem deswegen so lange gedauert, weil der Druck nicht so groß war, weil es hat ja irgendwie funktioniert. Nicht? Das ist der Balkananteil an Österreich, irgendwie geht es halt an und dann brauchen wir es nicht so dringend. Das andere war, die Ministerin musste eine Dissertation in Bratislava schreiben und hat andere Prioritäten gehabt. Und wenn man heute das Gesetz anschaut, das wir haben, sind ja drei Bereiche. Es geht ums Arbeitsrecht, es geht ums Sozialversicherungsrecht und es geht ums Steuerrecht. Und in Wirklichkeit gebraucht hat es die Änderungen im Steuerrecht. Dort war wirklich ein Knatsch drin, nämlich wenn ein Arbeitgeber einen pauschalen Kostenersatz geleistet hat bisher, dann war der zu versteuern. Pauschale Kostenersätze, nur konkreter Aufwandsersatz nicht. Das war zu bereinigen, aber das, was wir jetzt im arbeitsrechtlichen Teil haben, was wir jetzt im sozialversicherungsrechtlichen Teil haben, das hätten es im Wesentlichen bisher auch hingebogen bekommen ohne das Gesetz, und daher ist es jetzt auch gar nicht so spektakulär, worüber wir da heute sprechen. Okay, gut. Gut, Frau Niss. Ja, danke sehr, danke Frau Breitschopf. Herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Hallo auch an alle Mitdiskutanten. Ich sehe mich da ja lauter Arbeitsmarktexperten gegenüber. Ich glaube, Sie sind auch alle im Arbeits- und Sozialausschuss. Da haben Sie mir was voraus. Oder habt ihr mir was voraus? Aber trotzdem danke, dass ich mitdiskutieren darf. Ich glaube, viel ist schon gesagt worden. Warum hat es so lange gebraucht? Ich meine, es hat ein paar Gründe. Erstens einmal gebe ich meinem Kollegen Loacker ein bisschen recht. Das meiste hat auch schon ganz gut, ehrlich gesagt, in der Realität funktioniert. Also es gab doch einige Unternehmen, die hatten auch davor schon Unternehmen im Homeoffice, die haben sozusagen auch Betriebsvereinbarungen gehabt. Ich sehe das auch bei uns selbst im Unternehmen. Die Pandemie hat das natürlich beschleunigt, hat es natürlich auch verstärkt in einem großen Ausmaß. Das Thema der Unfallversicherung, wie der Herr Kotz auch schon gesagt hat, wurde ja sehr rasch geregelt. Das heißt, ich glaube, die wirkliche Thematik war auch hier das Steuerrechtliche. Aber auch hier muss man sagen, ich meine, das Ganze ist,
das ganze Homeoffice-Paket ist eine Sozialpartner-Einigung. Da sitzen einfach unterschiedliche Parteien auf einem Tisch und man versucht irgendwie das Beste aus beiden Welten zu kombinieren oder die beste Lösung daraus zu finden. Das braucht einfach seine Zeit. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube, das ist jetzt insgesamt ein Gesetz, das ein gutes ist, das auch nachhaltig ist, weil es gibt auch hoffentlich sehr bald eine Zeit nach der Pandemie. Und wir wissen ja aus den Umfragen, dass viele Leute auch wünschen, dass Homeoffice auch nachher in einem vermehrten Ausmaß zu dem, was sie vor der Pandemie hatten, zu nutzen. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn man da eine Lösung aufstellt, die nicht nur für die Krise hält, sondern die auch für nachher hält. Und das meiner Meinung nach wurde mit diesem Gesetz geschafft. Und deswegen ist es gut, dass wir es da haben und dass es heute im Arbeits- und Sozialausschuss beschlossen worden ist, der letzte Teil. Und dann hoffentlich auch nächste Woche im Plenum. Okay, also Sie sind zufrieden, österreichische Lösung bisher? Ja, das ist jetzt meine nächste Frage. Ich weiß, das wird jetzt ein bisschen schwierig für die Vertreterinnen großen der Regierungsparteien. Aber ich würde ganz gern von Ihnen wissen, was Ihr Hauptkritikpunkt an dieser gesetzlichen Regelung ist. Oder sehen Sie Gruppen, die in ihren Rechten beschnitten worden sind, die es vorher irgendwie besser gehabt haben und die jetzt durch dieses Gesetz irgendwas verlieren? Also Ihre Kritikpunkte ganz offen an diesem Gesetz, weil im Nachhinein man kann immer was besser machen. Ja? Also wo sehen Sie da jetzt die Herausforderungen? Ich würde ganz gern wieder mit Herrn Drobitz anfangen, jetzt habe ich es. Gut so. Also wo sehen Sie, wo ist Ihr Hauptkritikpunkt an der neuen gesetzlichen Regelung? Und welche Gruppen sehen Sie jetzt nicht 100%? Ein Gesetz ist immer ein Kompromiss, ist völlig klar, ja. Aber wo sehen Sie, dass halt eine Gruppe verloren hätte, was man besser machen könnte? Also der Hauptkritikpunkt, der war eigentlich schon in der Frage 1, dass das so lange gedauert hat. Ich habe es gesagt, also auch wenn von Frau Nies oder Kollegin Nies gesagt worden ist, manche Arbeitgeber handeln da schon so und machen das. Ich glaube, es braucht Spielregeln, gerade in einer Pandemie und mit diesen neuen digitalen Arbeitsformen. Und man hätte es leicht gemacht, unseren Antrag gemeinsam zu beschließen. Ich behaupte auch wenn die anderen es vielleicht nicht immer so sehen, aber dass durchaus diese rote Handschrift und dieser rote Faden auch im jetzigen Gesetz drinnen ist, weil 90% des Antrages wiedergespiegelt wird. Ja. Und deshalb glaube ich, dass es sinnvoll gewesen wäre, im Juli diesem Antrag Rechnung zu tragen und dann daraus resultierend ein Regelwerk zu schaffen. Welche Gruppen werden damit nicht so umfasst? Also ich denke schon und bin überzeugt davon, dass die Frauen generell Nachteile haben. Homeoffice ist ein Bereich, wo vor allem mit dem Homeschooling in Verbindung, was wir schon gesprochen haben, und auch in weiterer Folge mit dem Haushalt, wo es schwierig ist, diese Arbeitszeitressourcen zu verbinden. Und mangels korrekten Regelwerk wird es sehr schwierig, gerade für die Frauen in dieser Zeit auch ihre Arbeiten im Homeoffice zu machen. Und ich denke mir, da ist auch sicherlich eine Gruppe dabei, die durchaus Interesse hatte, das früher zu regeln und die auch durchaus Interesse hat, das jetzt auch mit dem Gesetz, dass das in der nächstwöchigen Sitzung beschlossen wird, wo es noch sicherlich einige Präzisierungsfragen gibt, auch sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Ich denke auch, dass ältere Arbeitnehmer, die das mit der digitalen Welt weniger zu tun haben, auch eine Gruppe ist, die vor Herausforderungen steht. Und deshalb sehe ich das Homeoffice generell als eine Chance, vor allem für die jüngeren Menschen auch, aber durchaus auch als Falle für gewisse Gruppen. Und ich habe schon am Anfang gesagt, mir geht es immer um die Gleichbehandlung derer, die im Homeoffice arbeiten dürfen oder müssen, mit denen, die in dem Büro sind. Und da darf dieses Problem der Selbstausbeutung, wie es manchmal bezeichnet wird, nicht bestehen. Und das sehe ich bei diesen vorher angesprochenen Gruppen durchaus da. Ansonsten denke ich mal, es ist eine gute Regelung, eine gemeinsame gute Regelung. Und ich bedanke mich auch bei der gemeinsamen Vorgehensweise der Sozialpartner und auch im Ausschuss. Ich glaube, außer dir, Gerald, und den Neos haben alle heute auch zugestimmt. Ihr seid da eher noch kritisch, aber ich denke mir schon, dass da ein guter Wurf gelungen ist, um zumindest jetzt diese Handschrift auch zu zeigen. Danke. Okay, gut. Herr Kotzer, bitte. Ja, also ich habe auch als Vertreter in der Regierungspartei überhaupt kein Problem, da kritische Punkte auch zu sehen, weil es tatsächlich einige Sachen gibt, die meiner Meinung nach fehlen, beziehungsweise die ich durchaus auch gerne drinnen gehabt hätte, aber die vielleicht noch eine Zeit brauchen. Das eine ist, wir haben ja glücklicherweise in der neuen Homeoffice-Vereinbarung vorgesehen, dass es quasi einen eigenen, also für einen eigenen Betriebs
Vereinbarungstatbestand gibt, wenn man so sagen will, das ist die Homeoffice-Regelung. Ja? Diese Betriebsvereinbarung wird allerdings auf freiwilliger Basis abgeschlossen. Da wäre mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn es in Betrieben mit Betriebsrat die Möglichkeit für den Betriebsrat gibt, eine entsprechende Vereinbarung zu erzwingen. Und nur, dass da keine Verwechslungen sind. Das hat nichts mit einem Zwang zu Homeoffice zu tun, sondern einfach nur, dass der Betriebsrat sagen kann, ich möchte mit dem Geschäftsführer, mit der Geschäftsführung um jeden Preis ausverhandeln, eine Betriebsvereinbarung, wie das Homeoffice funktionieren soll, worauf zu achten ist, wer das machen kann, welches Umfang das hat und so weiter und so fort. Das ist ganz einfach eine Frage von Verhandlungsmacht, weil natürlich bei Regelungen für derartige Arbeiten natürlich das Beste ist, wenn es da eine kollektive Rechtsform gibt, einen kollektiven Vertrag gibt, eine Betriebsvereinbarung eben, als nur die reine Arbeitsvereinbarung. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit, eine Betriebsvereinbarung abzuschließen, das ist schon mal sehr wichtig. Ja. Das andere, was ich schon auch kritisch sehe, ist, es ist quasi, wenn es um die ganze Frage von Regulierung und Gestaltung digitalen Arbeitens außerhalb des Betriebs geht, ist das ein erster Beginn, der eine gewisse Gruppe umfasst, nämlich die Gruppe, sagen wir mal, der Arbeitnehmerinnen, die eben ins Homeoffice gehen können. Es gibt aber jede Menge andere Digital Workers, die in dem Sinne noch nicht erfasst sind. Und das wird wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre sein. Wie können wir auch hier für diese Gruppe Regelungen erfassen, dass sie arbeitssozialrechtlich besser geschützt sind? Eine nicht unspannende Sache bei der ganzen Regulierung von Homeoffice natürlich auch ist. Und was mir sozusagen auch ein bisschen fehlt, ist, die haben eigentlich keine Regelungen dahingehend, nämlich was die Maximalarbeitszeit im Homeoffice betrifft. Ja, was heißt das? Es ist ja ein wesentlicher Punkt, und das wird schon sehr stark von Arbeitspsychologinnen, von Gewerkschaften und anderen auch gesehen, dass es eigentlich sehr wichtig ist, dass ich auch, wenn ich im Homeoffice bin, ins betriebliche Geschehen, in den Betrieb an sich mit eingebunden bin. Ich brauche einerseits den Kontakt zu den Kolleginnen, zu den Kollegen, den Austausch. Andererseits besteht immer die Gefahr, dass wenn ich quasi nicht im Betrieb präsent bin, beispielsweise aus Weiterbildungsmöglichkeiten draußen bin. Ja? Also wenn ich mitbekomme, was gibt es für Möglichkeiten für mich, mich beruflich zu verbessern, zu verändern, aufzusteigen. Und auch das halte ich für einen wesentlichen Punkt, dass man schon sagt, es muss sichergestellt sein, dass auch wenn ich im Homeoffice bin, das nur begrenzt möglich ist und ich zumindest eine Mindestzeit im Betrieb auch direkt vor Ort bin und im Betrieb verankert bin. Das sind vielleicht so die zentralen Punkte. Die großen Verliererinnen sehe ich jetzt, also ich habe es ja schon gesagt, dass es nicht für alle gilt, in dem Fall jetzt nicht so besonders. Ich glaube, es ist eher durch die derzeitigen Regelungen gewinnen die Menschen, die im Homeoffice sind. Wer keine Möglichkeit hat, um Homeoffice zu machen, das hat dann eh meistens sehr viel einfach mit den Arbeitsverhältnissen zu tun. Die Freiwilligkeit für Homeoffice wird von den meisten als Vorteil gesehen, aber von einigen auch als Nachteil, dass es keinen Rechtsanspruch gibt. Vielleicht sind das auch die Verliererinnen, die gerne einen Rechtsanspruch auf Homeoffice haben würden, den aber nicht haben, weil es eine freiwillige Vereinbarung ist. Ich halte allerdings, muss ich auch ehrlich sagen, die freiwillige Vereinbarung für deutlich besser. Mhm. Danke sehr. Herr Lorca, Sie haben dagegen gestimmt im Ausschuss, habe ich gerade gehört. Wir haben dagegen gestimmt. Wenn Sie die Begutachtung anschauen, was da für Stellen eingegangen sind, dann werden Sie auch sehr viele Kritikpunkte finden, die wir auch für angebracht befinden, beispielsweise. Mhm. Ja. Ja. Es gibt jetzt einen Rechtsanspruch des Mitarbeiters auf Ersatz für die Kosten von digitalen Arbeitsmitteln. Was soll das heißen, digitale Arbeitsmittel? Also ist Ihr Laptop ein digitales Arbeitsmittel? Eigentlich nicht, es ist ein physisches Arbeitsmittel. Digital ist das Programm, das Sie installiert haben vielleicht. Ja. Und jetzt kann man über den Laptop noch diskutieren, das können Sie dann vor Gericht ausstreiten, aber was sicher nicht digitales Arbeitsmittel ist, ist das Papier, das Sie in den Drucker legen. Das ist ganz sicher ein physisches Arbeitsmittel. Also da wurden Begriffe verwendet, man hat sicher gut gemeint, aber da wurden Begriffe verwendet, die dann in weiterer Folge mehr Fragen als Antworten aufwerfen. Das ist auch in der Begutachtung so eingebracht worden, wurde aber nicht berücksichtigt. Und wir haben jetzt ein Gesetz für Homeoffice im engeren Sinne. Nämlich, ich muss in der Wohnung arbeiten. Es ist kein Mobile Office. Und da hinkt das Gesetz der Zeit nach. Weil heute Menschen vielleicht auch einmal im Café eine Runde arbeiten, wenn wir dann wieder mal ins Café gehen dürfen. Nicht? Oder im Park.
oder in einem Hotel oder ich muss am Flughafen warten. Also es sind Dinge, das ist jetzt zu eng gefasst. Es steht auch nicht im Gesetz, wann ist eine Vereinbarung eine Homeoffice-Vereinbarung? Was ist der Mindestinhalt einer solchen Vereinbarung? Genügt schon, wenn die ausmachen, du bist nächste Woche im Homeoffice oder nicht? Es steht drin, es muss schriftlich sein. Das finde ich geht am Leben vorbei und es ist mit einem Monat kündbar. Die häufigen Fälle im Leben sind ja, dass der Mitarbeiter sagt, kann ich nächste Woche Donnerstag, Freitag im Homeoffice arbeiten und die Chefin sagt, ja, machen wir nächste Woche Donnerstag, Freitag Homeoffice. Also nicht schriftlich und schon gar nicht die Kündbarkeit mit einem Monat Frist. Das ist ein bisschen am Leben vorbei. Weil Sie auch gefragt haben, was sind die Verlierer? Man hat vergessen, die Grenzgänger. Also die Leute, die in Österreich wohnen und in Deutschland, in der Schweiz arbeiten. Da gibt es sehr viele sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche Themen. Wie viel darf der im Homeoffice arbeiten, ohne dass er seinen Grenzgängerstatus verliert? Wir haben zum Beispiel steuerlich alle Nachbarländer der Schweiz ein Abkommen mit der Schweiz geschlossen und die Österreicher als einziges Nachbarland nicht. Was für die 8.500 Österreicher, die in die Schweiz arbeiten gehen, ein finanzieller Nachteil ist. Und was man, glaube ich, ein bisschen anschauen muss, Homeoffice verändert nicht nur die Arbeitswelt insgesamt, sondern auch die Position des Arbeitnehmers. Also die Angestellten-Tätigkeit bekommt Anstriche des Selbstständigen. Ich bekomme mehr Elemente des Selbstständigen. Und das ist eigentlich eine Tätigkeit eigener Art. Und dem muss man irgendwie Rechnung tragen. Ich bin nicht sicher, ob es richtig ist, denn diese Leute, die sich selbst ihre Arbeit einteilen, selbst den Arbeitsort bestimmen können, vielleicht, weil sie das mit dem Unternehmen ausgemacht haben, in die alten Schablonen des Angestelltengesetzes hineinzudrücken versucht. Also ich glaube, das ist eine Frage, die kann man nicht von heute auf morgen, wenn man die nicht beantworten, aber man muss sich dem stellen. Da verändert sich die Arbeitswelt und wir können nicht mit den Gesetzen, die geprägt sind, eigentlich vom Denken des 19. Jahrhunderts, vom kaufmännischen Angestellten, der Kassatätigkeiten und buchhalterische Tätigkeiten drauf zugehen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die offen bleibt. Okay, da es gibt dann noch eine extra Frage, ob das zukunftsfit ist, das Gesetz. Also das wird dann noch reinfallen. Ja. Gut, Frau Niss. Danke sehr. Was ist der Hauptkritikpunkt? Also einen wirklichen Hauptkritikpunkt habe ich nicht. Ich meine, es ist ein Gesetz, es ist relativ lang verhandelt worden. Vielleicht ist das wieder, mein Vorgänger schon gesagt hat, ist das ein Kritikpunkt? Das würde ich auch so sehen. Aber dadurch, dass es so lang verhandelt worden ist, ist es dann, glaube ich, auf eine sehr eine breite Basis gestellt worden. Ja, also Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Vertreter am Tisch. Also ich glaube, da ist über sehr, sehr viel und lange diskutiert worden. Und ich glaube, deswegen ist man auch zu diesem Kompromiss gekommen. Ich meine, ganz wichtig, meiner Meinung nach, ist die Freiwilligkeit, nämlich von beiden Seiten, ja, von Arbeitgeberseite und von Arbeitnehmerseite. Von der Arbeitnehmerseite, weil der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch nicht ins Homeoffice schicken kann. Es wird ja immer wieder diskutiert, ob jetzt viele Leute Büroflächen verringern oder auch nicht. Ich meine, so stark sieht man das jetzt noch nicht, aber da bleibt auf jeden Fall also sozusagen auch die Freiwilligkeit weiterhin ins Büro zu gehen und auf der anderen Seite natürlich von der Arbeitgeberseite sozusagen, dass man sagt, hat jetzt auch nicht jemand ein Recht auf 5 Tage ins Homeoffice zu gehen. Der Kollege, ich weiß nicht, ob Sie, Herr Kollege Kotze, gesagt haben oder Sie, Herr Kollege Robert, das Thema Frauen und Ältere. Ich glaube auch da, es ist gerade der Bereich der Frauen, das kann ein Vor- und das kann ein Nachteil sein. Natürlich ist es für Frauen, aber ehrlich gesagt nicht nur für Frauen, sondern ich hoffe auch für Männer, teilweise insofern ein Vorteil, weil natürlich teilweise auch lange Wegzeiten wegfallen, was gerade, wenn man Familie hat etc., natürlich ein Vorteil sein kann. Auf der anderen Seite, und das sehen wir auch im Unternehmen, ist es natürlich schon wichtig, dass die Leute auch im Unternehmen sind immer wieder. Ein Unternehmen lebt ja von den Leuten und überlebt auch von den Ideen der Leute. Und diese Ideen entstehen vor allem auch, wenn die Leute zusammenkommen. Das typische Gespräch in der Kaffeeküche etc. Neue Projekte, die ausgemacht werden. Und auch da ist es, glaube ich, eine große Chance oder wäre es ein großer Verlust,
für Frauen, wenn sie hauptsächlich im Homeoffice arbeiten würden und da nicht in diesen Prozessen inkludiert sind. Also dafür würde ich sehr, sehr stark warnen. Ja. Und von Älteren, ich glaube, da ist es eher die Frage, meiner Meinung nach, der digitalen Ausbildung oder der digitalen Weiterbildung, wo wir natürlich schauen müssen, dass da auch ältere Arbeitnehmer entsprechend geschult werden, dass sie da keinen Nachteil haben. Das ist ein wichtiger. Also das ist definitiv eine Aufgabe, an der wir dran sind, aber die wir natürlich noch stark intensivieren müssen. Wenn das funktioniert, sehe ich dann ehrlich gesagt also keinen wirklichen Kritikpunkt, weil, wie gesagt, es wurde eh lang verhandelt und es wurde versucht, doch das meiste in Betracht zu ziehen. Danke für diese Runde. Ich wollte noch sagen, darf ich noch ganz kurz zu meinem, zum Gerald zu sagen, das Thema der digitalen Arbeitsmittel, ja, also wie man sie auch nennt, ist die eine Frage, aber ich glaube, was wir nicht brauchen, ist jetzt ein Gesetz, wo wir dann genau reinschreiben, ich weiß nicht, ob die Maus jetzt dabei inkludiert ist oder ob da das Druckerpapier inkludiert ist oder ob das, also ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen auf die pragmatische Lösung setzen und auf das zielt es, glaube ich, auch ab. Na, Entschuldigung, wenn ich gerade replizieren darf. Es steht eben nicht drin die Arbeitsmittel, sondern die digitalen Arbeitsmittel. Und da wird der Jurist sagen, der Gesetzgeber hat sich etwas dabei überlegt, warum er hineingeschrieben hat, digitale Arbeitsmittel und nicht Arbeitsmittel generell. Und daher wird die Unterscheidung in Rechtsstreitigkeiten eine Rolle spielen. Da werden mir die Kollegen Drobitz und Kotzer vermutlich recht geben. Also der Gesetzgeber hat sich was dabei gedacht. Und die Frage ist, was ist jetzt davon fast? Diese Frage ist offen. Aber okay. Sehr viel wird wahrscheinlich vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. Ja, und ich glaube, wenn jetzt irgendjemand dann das Druckerpapier, weil er es unbedingt braucht, weil er es für seine Arbeit rein, weiß ich nicht, ob es unbedingt rausgestrichen werden wird. Also wir müssen schon noch irgendwie pragmatisch bleiben. Aber ja, na, ich möchte nur eins nachfragen, was mich interessiert, da ich am Land aufgewachsen bin. Wurde eigentlich berücksichtigt, wie das in Gebieten funktioniert, wo ich nicht die fette Internetleitung zum Beispiel habe, wo digitales Arbeiten, schnelles digitales Arbeiten, besonders wenn ich noch, weiß ich nicht, zwei Kinder zum Homeschooling zu Hause habe, ja, und zu zweit zu Hause bin, ja, und beide arbeiten und die Kinder sind vielleicht im Online-Unterricht und ich habe einfach die Bandbreite nicht. Hat es da irgendwelche Diskussionen diesbezüglich oder gibt es da irgendwelche Lösungen oder hat sich da irgendwer was überlegt? Das ist jetzt eine offene Frage. Kann sich jetzt melden. Wer ist das? Okay. Dann darf ich mich melden? Ja, Burgenland ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Das ist vielleicht das beste Beispiel. Ich finde, Homeoffice hat eine riesige Chance auch, weil ja die ländliche Ausdünnung auch ein Thema ist. Und ich denke mir, das wäre wieder Chance auch, dass man nicht zum Pendler wird, sondern auch Tätigkeiten von zu Hause aus ausüben kann. Aber Sie haben recht, Sie haben angesprochen, dass es teilweise Internetprobleme, Breitbandprobleme gibt. Das könnte natürlich auch genau den ländlichen Bereich betreffen, ob es Burgenland oder auch Niederösterreich oder andere betrifft oder Steiermark. Also das ist schon ein Thema. Nur ich denke mir, es ist trotzdem eine Chance, ja, weil es das so führen könnte, dass man gerade den ländlichen Bereich wieder stärkt und auch aufbaut und Arbeitsplätze und auch die Infrastruktur erhält. Also wenn wir gestern zum Beispiel auch im Konsumentenschutz behandeln durften, dass die Bankfilialen, die Bankomaten weniger werden, der Zugang zum eigenen Bargeld wegfällt und auch Postfilialen weniger werden, glaube ich, dass das eine Chance wäre, dass wiederum der ländliche Bereich gestärkt wird. Das ist das eine. Das zweite ist, was mir ganz wichtig ist, weil Sie das auch angesprochen haben, ich denke mir, wir haben auch eine Riesenchance durch dieses Gesetz, das wiederum die Fairness aufzeigt. Fairness, weil beide Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine gewisse Waffengleichheit zeigen und ein gewisses Zusammenspiel gibt. Ja. Und diese Fairness zeigt sich für mich auch darin zum Beispiel, dass es jetzt wichtig ist, dass es eine Vereinbarung geben muss. Und Vereinbarung heißt einfach entweder eine schriftliche Vereinbarung oder auch die Chance, und da bin ich jetzt wiederum beim, was ich sage, was gut gelöst worden ist, dass die Betriebsvereinbarung als Element gilt und eine Stärkung auch im Betrieb, wo es einen Betriebsrat gibt. Das ist meine Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass es auch eine Verstärkung auch gibt für kleine und mittlere Einkommensbezieher,
Warum? In Deutschland hat man das nämlich nicht so gelöst. In Deutschland gibt es diesen Kostenersatz nicht. Es gilt ja bei uns jetzt im Gesetz, dass entweder die digitalen Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden und wenn sie nicht zur Verfügung gestellt werden können, dann gibt es einen Kostenersatz. Und da denke ich mir, dass das doch ein wesentlicher Punkt ist, wo man sagen könnte, okay, auch kleine und mittlere Einkommensbezieher haben nun die Möglichkeit, auch im ländlichen Bereich, dass dieser Kostenersatz erstellt wird und wie weit dieser Kostenersatz dann geht. Da bin ich auf Ihre Frage zurückkehrend, Frau Breitschopf, ob das auch jetzt den Internetbereich betrifft, denn die fehlende Funktionstauglichkeit des Internetbereichs, ich glaube, das sind Themen, die Sie natürlich stellen werden. Aber es wird spannend, das zu diskutieren. Und ich denke mir, das ist auch ein wichtiger Bereich, den Sie angesprochen haben und für mich auch im Burgenland ein wichtiger Bereich. Ein letzter Aspekt dazu in dieser Runde, wenn ich darf. Für mich war wesentlich auch in diesem Gesetz, dass das Arbeitsinspektorat keine Zutrittsmöglichkeit oder ein Betretungsverbot in die Wohnung hat. Ja. Ich glaube, das ist wichtig auch, das haben viele sich gewünscht, dass sie in ihrem privaten Bereich nicht gläsern werden. Und ich denke, das haben wir eigentlich alle so gesehen, dass das auch natürlich ein wesentlicher Aspekt ist und auch gut gelöst worden ist in diesem Bereich. Ja, das ist dann eh schon die nächste Runde, also welche Sachen gut gelöst wurden. Aber will noch wer von Ihnen etwas zu der Problematik sagen, gerade in Österreich, Internetanbindung und Land, also jetzt flaches Land? Ja, Herr Lorca, bitte. Nein, wir hören Sie nicht. Jetzt habe ich es gehört. Ja, ich glaube, da sieht man ein bisschen die Zersplitterung der Kompetenzen in der Regierung. Okay. Auf der einen Seite ist die Wirtschaftsministerin für Digitalisierung zuständig, aber der Breitbandausbau liegt bei der Landwirtschaftsministerin und da ist der Arbeitsministerin, kann man jetzt gar nicht verantwortlich machen dafür, weil das nicht in seinen Bereich fällt. Ja, da liegt der Ball eigentlich bei der Ministerin Köstinger, die das vorantreiben müsste. Okay, Herr Kotzer. Ja, ich glaube, einerseits ist die Freiwilligkeit vom Homeoffice so eine Art, wenn man sagen will, Garantie dafür, dass man quasi nicht in ein Homeoffice gezwungen werden kann, dort die entsprechende Arbeitsleistung nicht erbringen kann, weil beispielsweise die digitalen Geräte oder die Internetverbindung nicht zur Verfügung steht, ja, und dann unter Umständen dann irgendwelche Sanktionen zu befürchten muss als Arbeitnehmer. Also das ist der eine Punkt, ist die Freiwilligkeit natürlich. Das andere, man darf jetzt, glaube ich, ein paar Sachen nicht durcheinander bringen. Das, was wir gemacht haben, ist ein Regelwerk, wie Homeoffice grundsätzlich rechtlich, arbeitsrechtlich, steuerrechtlich und sozialversicherungsrechtlich funktionieren kann und abgesichert ist. Ja? Wie jetzt dann tatsächlich die entsprechende Versorgung des ländlichen Raums mit Internetverbindungen ist, das kann das Arbeitsrecht, das Sozialrecht schlichtweg nicht lösen. Ja, da hat der Kollege Loacker vollkommen recht. Das ist dann die Sache, wie kann ich die Infrastruktur aufrollen? Ich würde für dringend notwendig halten, dass das dann möglichst effizient und möglichst rasch gemacht wird, dass das nicht stattfindet, weil ich dabei, glaube ich, schon im Sinne von Chancengleichheit dann auch alle die Möglichkeit haben, die wollen, Homeoffice machen können und nicht davon abhängig sein müssen, ob sie jetzt gerade in der Stadt wohnen oder irgendwo draußen am Land. Das ist schon ein wesentlicher demokratischer Zugang für Homeoffice tatsächlich auch. Da bin ich Ihnen vollkommen recht. Ja, gut. Frau Niss, wollen Sie? Ja, ich meine, sagen wir so, natürlich müssen wir den Bereich Breitband, aber vor allem jetzt, ich meine, es kommt eh das DKG, 5G ausbauen, da brauchen wir gar nichts sagen. Das ist dann natürlich die Chance auch für das Land, das Homeoffice wirklich zu nutzen. Gibt es nicht viel dazu zu sagen. Wie gesagt, die Freiwilligkeit ist da jetzt natürlich eine Stütze, aber das ist ja auch unser Ziel und unser Wunsch, das relativ rasch auszubauen. Ein weiterer Auftrag dafür. Okay, also da sind sich alle einig. Das wird ausgebaut und daran wird gearbeitet. Sehr gut. Okay, und jetzt möchte ich zu den positiven Aspekten kommen, weil wir waren jetzt die ganze Zeit so negativ mit rumnörgeln und irgendwie zu spät und das und das und das funktioniert nicht. Und ich würde jetzt wirklich alle Diskutantinnen bitten, die positiven Seiten, auch den Herrn Lorca, der dagegen gestimmt hat, aus diesem Gesetz zu zitieren bzw. herauszustreichen, einfach damit die Teilnehmerinnen, die Mithörerinnen hören, was es auch Gutes gibt oder was jetzt wirklich funktionieren wird. Herr Drobitz, beginnen Sie bitte wieder. Bitte, ich habe vorher versucht, eigentlich auf diese Frage schon zu replizieren. Ja. Ein Punkt oder zwei Punkte, die ich nicht gesagt habe, die ganz wesentlich sind. Der Unfallversicherungsschutz, der wurde nunmehr auf Dauer geregelt, das ist unbefristet. Das ist ja nichts Selbstverständliches, das ist ganz Wichtiges.
Es wurde auch im Dienstnehmerhaftpflichtbereich, wenn es um Schäden geht, wurde gleichsam auch versucht, eine klarere Regelung zu treffen, dass Schäden entstehen können durch Kinder, durch Haustiere. Ist klar, aber man hat auch den Begriff der Haushaltsangehörigen tituliert, weil es kann ja ein Nebenwohnsitz sein oder es kann auch was anderes sein. Das ist schon sich Gedanken gemacht worden, dass es geregelt ist. Für mich noch teilweise zu unpräzise. Da bin ich beim Gerald Loacker, dass er sagt, es wird Problemfälle geben, aber das hast du immer. Also so determiniert kann man es nicht machen. Dann glaube ich auch, diese Bereiche sind wichtig und der Kostenersatz, das habe ich vorher angesprochen, im Falle dessen, dass die Arbeitsmittel vom Dienstgeber nicht zur Verfügung gestellt werden, sind zumindest für mich Vorteile, die auch sehr wohl die Einkommensbezieher geringeren Ausmaßes haben werden. Das sind wir andere, dann haben wir andere Regelungen wie in Deutschland. Wo ich nicht so glücklich bin, und das habe ich vorher nicht so erwähnt, aber nachdem ich jetzt da kürzer bin, bei einem positiven Wort das erwähnen, das ist ja Datenschutzproblematik. Also ich habe das auch im Ausschuss gesagt und ich habe das auch angesprochen beim Bundesminister, habe gesagt, also ich sehe wirklich das Problem, dass wir gerade jetzt, wo viele Hackerangriffe sind, dass die Verantwortlichkeit im Sinne einer Nichtregelung, weil die haben wir nicht geregelt, derzeit durchaus beim Arbeitnehmer liegt. Das heißt, wir haben, dass für Schäden durch Hackerangriffe, durch Cyberangriffe ist der Dienstnehmer jetzt noch verantwortlich. Und das Thema habe ich aufgezeigt, weil wir auch im Datenschutzrat über das diskutiert haben. Ich habe den Datenschutzrat einberufen, habe gesagt, das sollte man regeln. Momentan ist es so geregelt, dass es im Gesetz steht, es kann geregelt werden in der Vereinbarung, aber es gibt keine Verpflichtung. Und das ist für mich eine Situation, wo ich sage, das ist unbefriedigend. Derzeit haften beide gemeinsam. Aber warum soll ein Dienstnehmer oder eine Dienstnehmerin mit eigenen Arbeitsmitteln, die in ihrem Eigentum sind, wenn sie gehackt werden, dafür die Verantwortung tragen? Und das, denke ich mir, ist schon ein Themenbereich, den wir uns stellen müssen. Der Bundesminister hat mir heute zugesagt, es wird eine Mustervereinbarung geben, es wird in den Erläuterungen angeführt werden. Ich glaube einmal, so wie er es gesagt hat, aber da ist ein Regelungsbedarf da. Und das ist überfraktionell eigentlich so gesehen worden, ist aber trotzdem noch nicht gelöst. Okay, aber kann ich da jetzt eine betriebliche Vereinbarung diesbezüglich treffen mit meiner Arbeit, zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin? Das ist richtig, ich kann treffen, aber ich habe keinerlei Verpflichtung, eine zu treffen. Wenn ich sie nicht mache, gibt es eine gemeinsame Verantwortlichkeit und damit haftet derjenige, der Dienstnehmer mit, vollkommen mit. Okay, gut. Herr Kotzer? Also was ich für ganz zentral finde, ist, dass es in vielen Bereichen schlichtweg Rechtssicherheit gibt und Klarheit. Ja, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Das eine ist, ich weiß, ich bin, was der Kollege Trubitsch schon gesagt hat, also die Unfallversicherung, dass das geklärt ist, ja, dass dies inzwischen Dauerrecht geworden ist und nicht mal als Provisorium von einem Jahr aufs andere gilt, ist ein ganz zentraler Punkt. Das andere ist, ist auch klargestellt, dass der Arbeitnehmerinnenschutz und das Arbeitsrecht im Homeoffice vollständig gilt. Das heißt, das gilt natürlich nachher auch für das Arbeitszeitgesetz. Wir haben ja das Problem im Zusammenhang mit digitalen Arbeiten, was die Grenzung von Arbeitszeiten mit der Erreichbarkeit, mit der teilweise Nicht-Trennung von privaten digitalen Geräten oder nicht der Laptop, der privat genutzte Laptop, da bekomme ich auch meine dienstlichen Mails drauf. Das heißt, es gibt teilweise diese Verschwimmung auch von privaten Zeiten und von Arbeitszeiten. Es ist klargestellt, dass das Arbeitsrecht, der Arbeitnehmerinnenschutz auch im Homeoffice gilt. Das haben wir schon alle in gewisser Weise gewusst, ja, aber es ist jetzt festgetut, es ist festgeschrieben. Wesentlicher Punkt ist auch, da bin ich im Gegensatz zum Kollegen Loacker vermutlich, ich halte es auch für wichtig, dass es eine schriftliche Vereinbarung dazu geben muss, weil, und zwar sowohl als Form einer Betriebsvereinbarung, wenn es so geregelt ist, oder auch in einer Arbeitsvereinbarung, weil auch das gibt Sicherheit in Konfliktfalle, ja, wenn ich vom Arbeitssozialgericht stehe, wenn es Problemlagen gibt. Da ist einfach eine schriftliche Vereinbarung stärker, als wenn ich mich nur auf was Mögliches verlassen kann. Also insgesamt halte ich die Regelung dahingehend für gut, dass sie eine Regelung ist, die auch über die Pandemiezeit hinausreichen soll, dass man auf ihr gut ausbauen kann, dass sie eine Regelung Bestand hat, dass auch Evaluierungsteile automatisch mit drinnen sind und die muss natürlich evaluiert werden, wie das wirkt tatsächlich. Und wie gesagt, dass es diese Lösung gibt, dass sich die Sozialpartner geeinigt haben, dass es eine breit getragene Lösung gibt, ist ja auch nicht zwingend unbedingt immer was Selbstverständliches. Und die hat es gegeben, wird breit mitgetragen. Und das finde ich sehr gut und sehr positiv zu bewerten. Sehr gut. Danke sehr. Herr Loacker.
Gibt es positive Punkte? Ja, natürlich gibt es positive Punkte. Also gut finde ich zum Beispiel, dass man einen Tatbestand im Arbeitsverfassungsgesetz schafft, auf dem man so eine Betriebsvereinbarung zum Homeoffice begründen kann. Das war notwendig. Ich finde, man hat die richtige Form gewählt, in Form einer freiwilligen Betriebsvereinbarung. Der Gedanke, der sich auch durchträgt durch das Gesetz, Homeoffice muss freiwillig sein. Die Firma kann den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht zwingen, ins Homeoffice zu gehen. Umgekehrt gibt es keinen Rechtsanspruch. Das mag manchen vielleicht stören, aber es ist gleiches Recht für beide Seiten. Keiner kann den anderen zwingen. Ich glaube, das ist gut, dass man eine Basis schafft, wo beide zustimmen müssen. Und auf der steuerlichen Seite, dass eben jetzt ermöglicht wurde, dass eine Firma auch pauschal die Kosten abgelten kann und man nicht millimetergenau abrechnen muss, damit es nicht versteuert werden muss. Das sind die guten Dinge, die man auch durchaus loben kann am großen Ganzen. Sehr gut, danke sehr. Frau Nies. Kann man dann auch das Druckerpapier absetzen? Also ich glaube, das meiste ist schon gesagt worden. Ja? Die Freiwilligkeit ist definitiv, habe ich auch vorher selber schon erwähnt, ist eines der großen Vorteile, glaube ich, und wirklich, wo auch beide Seiten profitieren. Das zweite ist das Thema, ich glaube, die steuerliche Regelung ist auch gut, sozusagen einerseits von Seiten eben das Dienstmittel, also das Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden, steuerfrei oder eben eine Pauschale und auf der anderen Seite aber auch eben sozusagen die Währungskostenpauschale seitens der Arbeitnehmer. Also ich glaube, das ist auch gut geregelt. Ja, ich glaube, dass es einfach auch Berufsgruppen, wie gesagt, gibt, die davon profitieren, gerade solche, ich habe es vorher schon gesagt, mit langen Wegzeiten. Das muss man schon sagen. Wir haben teilweise Leute, die fahren 1,5 Stunden ins Unternehmen. Für die ist das natürlich wirklich ein großer Vorteil, wenn sie das nutzen können, weil ihnen einfach eine lange Zeit hier wegfällt, die sie dann gerade noch dazu, wenn sie Partner, Familie oder was auch immer haben, oder auch nicht, ja, einfach für andere Sachen verwenden können. Also ich glaube, das ist insofern, sind die Gruppen oder die davon profitieren, glaube ich, hier wirklich eine breite Menge, wenn ich es mal so sagen darf. Okay, also Sie sind 100% glücklich mit diesem Gesetz. Ja, ich glaube, es ist ein guter Kompromiss, ja. Okay, gut. Ich möchte jetzt zur Anfang schon eingangs erwähnten typisch österreichischen Sozialpartnerschaft zurückkommen und eine Frage in die Runde werfen. Welche Herausforderungen hat sich da jetzt in diesem Spiel, das er im Prinzip seit 1955 gibt, das er sehr gut eingespielt hat in Österreich, wieso wir auch nie wirklich harte Arbeitskämpfe hatten in dem Land, wenn man es jetzt mit anderen Ländern in Europa vergleicht. Gibt es da jetzt neue Herausforderungen für die Sozialpartnerschaft oder sehen Sie da irgendein Änderungspotenzial oder wie wird das dann in Zukunft, das ist jetzt eher so auf die Zukunft gerichtet, ja, wie wird sich da überhaupt das Gefüge in Österreich ändern oder ist es gut, wie es ist und es wird sich nichts ändern, der typisch österreichische Weg. Das würde mich würde einfach Ihre Meinung jetzt interessieren. Das ist eine sehr freie Frage, aber ich halte gerade die Sozialpartnerschaft im Kontext in Österreich, wenn sich ein derartiges Gesetz neu entwickelt und neu beschlossen wird, für wirklich wichtig. Ja? Weil das doch eine der wichtigsten Playerinnen ist in Österreich, die wir in diesem Bereich haben. Ich möchte jetzt nicht das Parlament kleinreden, ja, bitte nicht, aber wenn man sich die Machtverhältnisse anschaut, dann ist die Sozialpartnerschaft in diesem Bereich natürlich schon sehr gut aufgestellt und sehr stark. Wie beurteilen Sie das? Gut, wenn ich wieder anfangen darf. Ja, bitte. Um die Sozialpartnerschaft beneiden uns viele Staaten. Und diese Sozialpartnerschaft ist, als es sehr lange gibt, nicht alt, sondern sie lebt. Es ist immer die Frage, wie man es gestaltet. Und ich denke mir, wenn es um das Wort Fairness geht und um die Interessensausgleiche, dann macht man es richtig. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Sozialpartnerschaft verändert werden sollte oder müsste, weil immer noch das gleiche Ziel ist, Kompromisse zu schaffen und faire Lösungen zu schaffen. Und wenn das das gemeinsame Ziel ist, wird diese Sozialpartnerschaft auch weiter bestehen und existieren. Und in dem Fall traue ich mir zu sagen, dass die Sozialpartnerschaft einen wesentlichen Beitrag geleistet hat, dass wir eine Lösung gefunden haben, auch wenn es vielleicht der eine oder andere anders sieht. Aber das war sicher ein wichtiger Parameter für den Erfolg.
ich bin auch stolz, dass die Sozialpartnerschaft doch auf meinem Entschließungsantrag in größerer Folge dann auch Folge geleistet hat. Aber ich bin bewusst, dass auch in der Zukunft die digitalen Herausforderungen nur mit der Sozialpartnerschaft zu lösen sein werden. Und es wird auch so sein, dass wir die haben werden, die Herausforderungen. Und Sozialpartnerschaft ist für mich ein Partner für die Politik, der unverzichtbar ist. Okay, danke. Herr Kotzer? Naja, also für mich ergeben sich schon neue Herausforderungen für die Sozialpartner in Wirklichkeit, die teilweise auch in der Struktur der Sozialpartnerschaft bedingt sind und wo die Frage ist, ob die noch so ganz gültig und so stabil ist, wie man es gern haben würde. Ich denke mal, die eine Sache ist, und da hat der Kollege Loacker eine ganz Unrecht, ja. Wir haben natürlich ein Arbeitsrecht, ein Arbeitsverfassungsrecht, das teilweise ich würde jetzt nicht sagen auf 19. Jahrhundert, sondern zumindest auf die Mitte des 20. Jahrhunderts aufbaut, in Wirklichkeit auf ein industrialisiertes System mit vor allem männlichen Arbeitern, mit männlichen Facharbeitern, die in Betrieb gehen, in großen Betrieben, die gut organisiert sind, über Betriebsräte und, was lieber da ist, ja. Und da haben wir natürlich schon seit den letzten Jahrzehnten einen extremen Veränderungsprozess, ja. Alleine was die Arbeitsverhältnisse betrifft, wir haben neue Formen von Arbeiten, wir haben neue Formen von Beschäftigungsverhältnissen auch, ich denke an die freien Dienstnehmerinnen an und dazu mal, ich denke an die ganze neue Selbstständigen, ich denke an sehr viele Arbeitnehmerinnen ähnliche Arbeitsverhältnisse, die ganze Frage von Atypisierung und Prekarisierung von Beschäftigung, die schon auch sehr stark einhergeht natürlich mit Formen digitalen Arbeitens teilweise, wo das auch verschwimmt. Ja? Und das hat jetzt weniger unbedingt was mit dem Homeoffice zu tun, dass so wie wir es haben, sehr stark nach wie vor Arbeitnehmerinnen zentriert ist oder Arbeitnehmerinnen konzentriert ist, aber schon auch wieder, weil, wie ich schon zuerst gesagt habe, beispielsweise der Betriebsrat, der in Wirklichkeit die Arbeitnehmerinnen in einem Betrieb organisiert, hat auf einmal auch es mit einer immer größeren Gruppe zu tun, die in Wirklichkeit außerhalb des Betriebs arbeiten oder nicht mehr so regelmäßig im Betrieb sind, die nicht regelmäßig so erreichbar sind. Das hat auch eine Frage von Organisierung von betrieblichen Solidaritäten zu tun. Das hat die Frage zu tun, wer hat beispielsweise Informationsvorsprünge, wer ist stärker ins betriebliche Ganze in Weiterbildung eingebunden. Und da kann natürlich, wir wissen jetzt schon, dass beispielsweise Frauen, die Teilzeit beschäftigt sind, sehr oft viel weniger Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, was auch immer haben. Jetzt wird Homeoffice oft auch als vermeintliche Möglichkeit der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie angepriesen. Das heißt, er sagt, das ist ja wunderbar, man kann dann zu Hause arbeiten und dann kommen die Kinder heim, dann können sie mitbetreut werden. Das heißt, in Wirklichkeit, die Doppelbelastung wird fortgesetzt und dieser Prozess, der in Wirklichkeit, dass Frauen stärker noch aus den betrieblichen Aufstiegsmöglichkeiten ausgeschlossen sind, steigt auch. Ja. Das heißt, eine andere typische sozialpartnerschaftliche Vertragsform ist ja der Kollektivvertrag. Der Kollektivvertrag regelt aber vor allem Löhne und Arbeitszeiten. Jetzt haben wir aber gerade im Bereich der digitalen Arbeiten sehr viele neue Selbstständige, die in Wirklichkeit keine Löhne haben, die aber in Wirklichkeit trotzdem sehr stark abhängig oft von einem Auftraggeber sind, ganz zentral. Da stellt sich die Frage, wie werden Mindesthonorare beispielsweise festgelegt? Will man sowas wie Mindesthonorare festlegen? Da gibt es in Deutschland teilweise und in anderen Ländern ganz spannende Diskussionen, ob nicht die Gewerkschaften auch das Recht bekommen sollen, über Kollektivverträge Mindesthonorare für neue Selbstständige festzulegen. Also ich glaube, das sind schon so Herausforderungen für die Sozialpartnerschaft, die schon recht neu sind. Und natürlich bekommt auch die internationale, die grenzüberschreitende Dimension eine ganz andere Bedeutung, weil einfach natürlich digitales Arbeiten längst nicht mehr an Grenzen gebunden ist. Und auch die Frage ist, wie kann ich Interessensvertretung, wie kann ich Mindesthonorare, wie kann ich Arbeitsrechte, soziale Absicherung über die Grenzen hinweg auch organisieren. Also das sind schon Herausforderungen für die Sozialpartnerschaft, wo sich auch die Sozialpartner in gewisser Weise ändern müssen und sich vor ganz neuen Aufgaben stehen, auf einem ganz neuen Rollenverständnis auch stehen. Und das wird nicht wirklich sehr, sehr leicht sein, ja, aber es zeigt auch, dass es sie in Zukunft brauchen wird, ja. Und wie gesagt, der Interessensausgleich, ein fairer, ist, glaube ich, ein zentrales Element auch einer demokratischen Gesellschaft, wenn es ein Ausgleich ist und ein fairer vor allem auch ist und nicht die eine Gruppe die andere Gruppe overruled. Mhm. Herr Loacker. Ja, meine Fraktion ist ja eine Skeptikerin gegenüber der althergebrachten Sozialpartnerschaft. Eine Milliarde Wirtschaftskammerbeitrag im Jahr, eine halbe Milliarde Arbeiterkammerbeitrag im Jahr, also das würde auch billiger gehen,
Was der Kollege Kotzer richtig anspricht, ist, da hat diese Sozialpartnerschaft eine wesentliche Gruppe verloren. Also eigentlich war ja früher, ich zitiere gern Bruno Kreisky, Aufstieg, Leistung, Sicherheit. Die Leute sollen aus eigener Leistung zu etwas kommen können. Das hat man vergessen. Und diese neuen Selbstständigen, die sind eigentlich die großen Verlierer jetzt auch in der Corona-Krise, weil Arbeitnehmer hatten eine gute Absicherung, haben sehr oft Kurzarbeit bekommen und wenn nicht, dann haben sie Arbeitslosengeld bekommen, haben eine solide soziale Absicherung, denn Ein-Personen-Unternehmen sind oft 70-80% ihrer Aufträge weggefallen und die wurden abgespeist mit irgendwelchen eigenartigen Fixkostenzuschussmodellen, wo es ein Glücksspiel war, wer was bekommen hat. Also da glaube ich, gibt es viel zu tun in die Richtung neues Arbeiten und wie bilden wir dieses neue Arbeiten, das ja diese Menschen auch wollen. Also ganz viele wollen ja selbstständig sein und wollen nicht Angestellte sein in einer großen Organisation und festgebunden an Arbeitszeiten und so weiter. Aber wie kann man dort ein Mindestmaß an Regeln aufbauen, ohne es kaputt zu regulieren, also dass die schon noch leben können und arbeiten dürfen, aber dass wir die Balance halten, nicht? Sonst haben wir nämlich die mit Fixvertrag, 38,5 Stunden Woche, 11 Feiertagen, 5 Wochen Urlaub, die gehen in der Arbeitszeit zum Arzt und haben Pflegefreistellung 2 Wochen und so weiter und die anderen haben gar nichts. Und irgendwo, da fehlt dann die Balance zwischen den Gruppen. Mhm. Aber sehen Sie jetzt diese Homeoffice-Regelung als einen Schritt, dass sich da was ändert? Also, weil ja die Arbeitnehmerin schon auch freier wird. Also mehr in diese Art zu arbeiten geht, ist vielleicht besser formuliert. Ja, es geht in die Richtung, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob dann alle sehen, was das heißt. Ja, nämlich, man muss dann auch anerkennen, also wie man es gesagt hat, Homeoffice ist freiwillig, diese Leute entscheiden sich, von zu Hause aus zu arbeiten und teilen sich das oft auch arbeitszeitmäßig selbst ein. Klassiker, man möchte noch mit den Kindern zu Abend essen, bringt die ins Bett und setzt sich dann nachher noch einmal 2 Stunden hin. Dann kann ich natürlich nicht mit einer 11-stündigen Nachtruhe einreiten. Also da irgendwie auch anzuerkennen, ja, das ist eine neue Form des Arbeitens, die nicht klassisch 1:1 zu behandeln ist wie ein Hilfsarbeiter an der Maschine. Das muss ich ein bisschen anders anschauen, ohne alles aufzuheben. Verstehen Sie mich eh? Ja. Also, da muss es natürlich einen Rahmen geben. Aber wir müssen wirklich auch selbstkritisch fragen, was von dem, was wir bisher gekannt haben, passt auf das neue Arbeiten und was müssen wir anders anschauen und müssen wir dann auch anders regeln. Mhm. Frau Miss? Danke. Ich glaube, gerade bei diesem Gesetz war die Sozialpartnerschaft definitiv vom Vorteil. Wie gesagt, wir waren in einer Krisenzeit und da ist natürlich ist es auf breite Basis gestellt und das ist natürlich auch durch die Sozialpartnerschaft gegeben. Und in einer Zeit von Verunsicherung ist das, glaube ich, auch wichtig. Heißt aber für mich nicht, dass es der totale Schlüssel für den Erfolg ist. Ja. Es ist halt doch schon auch oft so, dass dann oft ein kleinster gemeinsamer Nenner gefunden wurde, gerade auch mal in der Vergangenheit im Rahmen der Sozialpartnerschaft. Also ich glaube, das muss man dann individuell sich anschauen. Aber ich warne, wie gesagt, davor, dass jetzt wirklich die Krisenzeit auch wieder auf die normale Zeit umzulegen. Mhm. Okay. Herr Kotzer, Sie haben zuerst so gelächelt, wie der Herr Lorck am Wort war. Wollen Sie irgendwas dazu jetzt gleich sagen? Weil wir haben eigentlich eh Zeit, weil es kommt dann nur mal eine Frage und ich mag da nicht Ihren Gedankenfluss irgendwie stoppen. Sagen wir so, die gegen Kollegen Lorck in einiger Hinsicht schon vollkommen recht, dass die Frage ist, ob dass Teile des Arbeitsrechts, ja, wenn es beispielsweise um die Definition des Arbeitnehmers an sich geht, ja, ob die noch zeitgemäß sind.
Ich habe halt nur immer wieder die Befürchtung, dass dann sehr viel weggeworfen wird unter dem angeblichen Aspekt des, es ist alles dieses Arbeitsrecht, diese Arbeitnehmerinnenrechte, Arbeitsrecht, es ist alles so beengend. Der Mensch will frei sein. Da ist man dann sehr schnell bei der Selbstausbeutung. Und interessanterweise, das haben wir sehr stark, wie gesagt, weil immer wieder heißt, Gewerkschaften, und dann kommen wir oft, der Kollege Loack hat es ja auch gesagt gehabt bei der Regelung, Homeoffice-Regelung, die ist nicht in der realen Welt angekommen, und das ist irgendwie, ich habe die reale Welt im Rahmen meiner Beratungstätigkeit sehr oft miterlebt, nämlich dort, wenn es darum gegangen ist, ob beispielsweise Internetunternehmen, ob da die Belegschaft, die sehr jung, dynamisch war, die gesagt hat, wir wollen selbstbestimmt arbeiten, eine Betriebsrat gründen wollen oder nicht. Ja, und dann haben wir gesagt, ich brauche das nicht. Ja, das ist alles unnötig und diese ganzen Rechte beengen mich. Dann, als im Rahmen der Bubble auf einmal viele Unternehmen eingebrochen sind, hätten sie alle gerne einen Betriebsrat gehabt und haben auch gemerkt, wie schwierig es ist, zu den Rechten zu kommen. Das heißt, wir müssen tatsächlich, glaube ich, einiges anpassen. Wir werden dann eh noch darüber diskutieren, wie fange ich neue Arbeitsverhältnisse so ein, dass ich sie arbeits- und sozialrechtlich einbinde, abfangen kann, dass sie einen Schutz haben. Das sind ja Schutzmechanismen. Ja? Weil wir einfach ein Ungleichgewicht am Arbeitsmarkt unter Anführungszeichen haben zwischen Arbeitnehmerinnen und Unternehmen in vielen Bereichen, Unternehmerinnenbereichen. Insbesondere dann, wenn die Arbeitslosigkeit groß ist. Ja? Und wie gesagt, man sollte das, glaube ich, weniger als ständige Behinderung der Entfaltungsmöglichkeiten oder Selbstwirklichkeit sehen, sondern auch wirklich als das, was es teilweise gedacht war. Ja? Vielleicht manchmal übertrieben, vielleicht manchmal nicht mehr ganz nachvollziehbar, aber auch ein Schutz vor Ausbeutung und auch vor Selbstausbeutung. Und es ist auch kein Zufall, dass die Diskussion darum, nämlich das Recht beispielsweise, digitale Geräte auszuschalten, um nicht mehr ständig erreichbar zu sein, um nicht einem permanenten Druck und Stress ausgesetzt zu sein, sondern die Diskussion ist, die gerade aktuell sehr stark geführt und in den letzten auch geführt worden ist. Ich glaube, in Frankreich gibt es dieses Recht, soweit ich weiß. Und das sind schon sehr spannende arbeitsrechtliche Debatten, auch, nämlich vor allem die Frage der ständigen Erreichbarkeit und die Trennung von Arbeitszeit und Lebenszeit. Arbeitszeit und Freizeit. Lebenszeit ist ja beides natürlich. Mhm. Herr Loacker, wollen Sie da noch drauf was sagen? Ja, also ich verstehe den Kollegen Kotzer, dass man da schon darauf achten muss, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Aber ich glaube, da könnten wir uns auch verständigen auf den Zugang zu sagen, man muss sich einfach anschauen, was passt noch und was passt nicht mehr und was müssen wir einer Veränderung unterziehen. Ja. Mhm. Gut, das bringt mich jetzt auch schon zur letzten Fragerunde. Perfekter Übergang, war gar nicht so geplant. Mhm. Wie zukunftsfit ist in Ihren Augen dieses Gesetz? Also deckt es schon die Bedürfnisse des heimischen Arbeitsmarkts für die nächsten Jahre ab? Sehen Sie, welche Entwicklungen sehen Sie da und was wurde zum Beispiel noch nicht berücksichtigt? Ja, also wirklich, wie sich das weiterentwickelt, auch im Hinblick auf diese ganze New Work-Debatte, kann die auch über dieses Gesetz mit reguliert werden oder braucht es da dann wieder ganz was anderes? Oder kann man das weiterentwickeln? Herr Drobitz. Ich darf wieder beginnen, danke. Gerade in den letzten Wochen und Monaten haben wir gesehen, dass es wichtig ist, das Bekenntnis zum Rechtsstaat und das Bekenntnis zu den Grund- und Freiheitsrechten. Und wenn wir so eine neue Regelung haben oder ein neues Gebiet haben wie Homeoffice, das entstanden ist durch die Pandemie, verstärkt entstanden ist durch die Pandemie, wo auf einmal 40% der Beschäftigten teilweise auch im Homeoffice waren am Anfang, dann denke ich mir, dass es wichtig ist, ein Regelwerk zu schaffen. Und das Regelwerk wurde geschaffen, aber ich bin der Meinung, als gelernter Jurist, dass es notwendig sein wird, natürlich das anzupassen, so wie viele andere Bereiche. Und das wird kommen. Wir haben auch im Gesetz eine Evaluierung drinnen, die ist in 2 Jahren vorgesehen. Das heißt, das Gesetz wird evaluiert, wird dann auch geschaut, wie weit es ist, auch noch passt. Ich glaube auch, dass durch die Möglichkeit der Betriebsvereinbarung, was von meinen Kollegen auch angesprochen worden ist, auch der Kollege Nies, glaube ich auch, dass die Möglichkeit besteht, mit der Betriebsvereinbarung natürlich auch weiter diese Regelwerke anzupassen und voranzutreiben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Maßstab. Was mir fehlt und was unbedingt notwendig sein wird, das habe ich bereits angesprochen, das ist dieser Beschäftigten-Datenschutz. Der ist nicht drinnen, also den werden wir unbedingt brauchen, weil sonst gibt es dort in dem Bereich diese genau die Problematik, dass wir keine Vereinbarung haben.
und dass eventuell dann auch Streitigkeit resultiert, wer im Endeffekt die Verantwortlichkeit für dritte Angriffe, also Cyberangriffe, Hackangriffe oder Angriffe oder Schäden durch Dritte tragen soll. Und ich glaube, das ist genau nicht dieser Rechtsstaat, den wir wollen. Da fehlen diese Spielregeln. Die sollte man nachjustieren bzw. in den Erläuterungen klar darlegen. Ansonsten denke ich mal, schauen wir weiter, fix ist nichts. Also ich denke auch, dieses Gesetz wird angepasst und novelliert werden und das werden wir sehen, wann das der Fall ist. Okay, danke. Herr Kotzer. Ja, die Anpassung, Evaluierung, wie der Kollege schon gesagt hat, ist ja quasi im Gesetz schon drinnen. Alleine, weil die steuerliche Maßnahmen ja mit dem Jahr 2023 einmal auslaufen und dann würde ich vermuten, auf die eine oder andere Art und Weise verlängert werden, weil der Homeoffice nicht aufhören wird, sondern wahrscheinlich noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Für mich ist auch klar, es ist eine wichtige Basis getan, die einen Teil abdeckt der Herausforderungen, andere Herausforderungen, vor denen stehen wir und die beschäftigen jetzt nicht nur alleine das Homeoffice, sondern da geht es um ganz andere Bereiche der digitalen Ökonomie und da geht es für mich tatsächlich darum, wie kann ich diese neuen Beschäftigungsformen, diese neuen Formen von Arbeit bestmöglich sozial und arbeitsrechtlich auf eine Art und Weise absichern, dass das dass im Fall von Arbeitslosigkeit, im Fall von Krankheit eben eine entsprechende finanzielle und ökonomische Absicherung haben. Und da müssen wir uns einerseits überlegen, wie wir tatsächlich die Arbeitslosenversicherung so gestalten, dass auch neue Selbstständige vielleicht reinkommen, zum Beispiel, dass wir Fragen einer Mindestsicherung, der Sozialhilfe, einer Grundsicherung vielleicht für jene Gruppen von Beschäftigten auch viel intensiver stellen, die überhaupt nicht in dieser Form von sozialer Absicherung drinnen sind. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und wie kann ich auch die Organisierung und die Mitbestimmung von Menschen, von Digital Workers, von Leuten, die nicht unmittelbar im betrieblichen Bereich so stark angesiedelt sind, wie kann ich auch die sicherstellen? Und wie gesagt, eine der zentralen Herausforderungen, und wie gesagt, haben vor kurzem die deutschen Grünen ein sehr interessantes Papier zur Absicherung der Beschäftigten in der digitalen Ökonomie geschrieben, wie kann ich beispielsweise das, was wir teilweise in Form von Mindestlöhnen auf kollektivvertraglicher Ebene oder auf gesetzlicher Ebene haben, wie kann ich eine Form von Mindesthonorierung von Leistungen unter Umständen auch absichern? Weil ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt. Ich weiß, das Thema ist nicht ganz unumstritten. Ich kenne die Debatten teilweise auch von der grünen Wirtschaftsorganisation, wo manche sagen, na, das geht überhaupt nicht. Andere sagen, die würden das gut finden, wenn es sowas geben würde. Ist auch auf europäisch-rechtlicher Ebene noch gar nicht so einfach, so etwas zu beschließen, weil da kommt man sehr schnell in die Frage von Preisabsprachen, da gehört was geändert, aber andererseits das, was wir irgendwie auf Lohnebene haben, sollten wir meiner Meinung nach schon nach dieser Frage der Mindesthonorarebene auch zumindest einmal intensiver diskutieren. Und der Arbeitnehmerinnenbegriff muss meiner Meinung nach auch viel stärker, weil mit dem wahnsinnig viele Rechte verbunden sind, viel stärker auch in Richtung ökonomischer Abhängigkeit gehen und weniger nur in die organisatorische und persönliche Abhängigkeit. Ja schon, aber hat er dieses Gesetz, bringt er dieses Gesetz einen Stein ins Rollen oder irgendwas am Weg? Ich meine, das ist ja eigentlich eine andere Diskussion, ja, mit den New Work. Es spielt zwar rein, aber wie konkret ist da dieses Gesetz involviert? Kann das da irgendwas beitragen? Ich glaube, diese ganzen Diskussionen, die Sie jetzt aufrufen, Sie haben jetzt irrsinnig viel gescheite Punkte aufgeworfen, die diskutiert werden, aber spielt da dieses Gesetz oder ist das jetzt wirklich nur für Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen? Ich glaube, dieses Gesetz oder dieses Gesetz erstmals einen Bereich absichert oder einen Arbeitsbereich regelt, der bislang nicht in diesem Ausmaß geregelt war, weil er eben ein neuer ist. Ja, weil er noch nicht so präsent und so stark war und man ist vor einer neuen Herausforderung gestanden und hat diese Herausforderung einmal gelöst und, sagen wir mal, nicht unbedingt so schlecht gelöst.
Ja, und das heißt, es wird andere Lösungsmöglichkeiten brauchen. Die Frage ist ja, wie bereitet uns das auf den Arbeitsmarkt zur Zukunft vor? Ja. Ihre Fragestellung. Ja. Und das Homeoffice ein Teil, aber ein anderer Teil ist, wie gesagt, der ganze Bereich von Crowdworking, von Gigworking, von Plattformarbeit, von was auch immer, wo wir auch ganz unterschiedlichste Akteure haben und wo uns derzeit die Regeln fehlen, wie sie uns vorher auch im Homeoffice gefehlt haben. Und da haben wir eine Lösung gefunden und andere Lösungen werden wir auch finden müssen. Okay. Gut, danke. Bitte. Herr Lorca. Ja, ich glaube, die Frage, warum hat man nur Homeoffice im engeren Sinn und nicht Mobile Office draus gemacht, das wird sich in der Evaluierung in 2 Jahren zeigen. Ja. Da werden sich zum Beispiel Fragen stellen, wenn jetzt jemand eine Betriebsvereinbarung abschließt auf Basis der neuen Bestimmung in der Firma und die in die Betriebsvereinbarung Mobile Office hineinnehmen, inwiefern ist das dann gedeckt? Weil es ja gar nicht zum Gesetz passt. Nicht? Also da werden sich noch Problempunkte auftun. Und wenn dann das alles evaluiert wird, habe ich noch eine persönliche Hoffnung. Es war, ich vermute, der ÖVP wichtig, dass Pendlerpauschale auch dann zu zahlen, wenn man daheim arbeitet. Ich halte das für vollkommen bescheuert, herumzukonstruieren, dass man möglichst tageweise Pendlerpauschale und Homeoffice nebeneinander verwenden kann. Eigentlich muss man ehrlich sagen, wenn ich jetzt schon arbeite und mir die Zeit und die Kosten spare des in dem Betrieb fahrens, dann nehme ich in Kauf, dass ich für die Zeit dann halt kein Pendlerpauschale bekomme. Also da abgesehen von der ökologischen Komponente des Pendlerpauschales, das wäre einen eigenen Diskussionsabend wert, da hätte ich mir den Schritt größer gewünscht, aber vielleicht kommt dann auch das noch. Aber ist es für Sie ein Schritt auch in diese ganze Thematik von New Work? Also stehen Sie da sozusagen? Also, oder ist das wirklich getrennt? Der Professor Marzal hat zu mir gesagt, alles, was in dem Gesetz drinsteht, also den steuerrechtlichen Teil vergessen wir jetzt, aber Arbeits- und Sozialversicherung, alles, was da drinsteht, hatten wir jetzt schon und konnte man jetzt schon machen, das hat keiner gebraucht. Ja? Also da würde ich schon auch sagen, da war der Druck groß, etwas zu präsentieren. Man hatte angekündigt, man wird was präsentieren. Der Druck war groß, etwas zu präsentieren. Der neue Minister muss auch Erfolge einfahren am Beginn seiner Amtszeit. Und jetzt ist das Kind geboren und wird ausgiebig bestaunt und gelobt. Aber es ändert, glaube ich, substanziell nicht viel an der Wirtschaft. Gut, ich glaube, Frau Nies ist ganz anderer Meinung. Sie bitte. Ich finde es nur irgendwie komisch, auf der einen Seite wird beklagt, so ungefähr, dass es so ewig lang dauert und dann wird es jetzt plötzlich wie kommt es so vor, als würde es gut gerne sagen, dass der Minister etwas gebraucht und deswegen hat man es jetzt plötzlich gemacht. Eigentlich hätte man noch viel länger verhandeln sollen. Also das ist mir jetzt nicht ganz klar, deswegen habe ich gelacht irgendwie. Aber gut, ich meine, diese Thematik der Mobile Work, ja, mir geht sie noch nicht ganz ein, ja, weil, ja, also ich glaube, das Beispiel kommt immer wieder auf der Parkbank arbeiten. Das meiste ist, wie gesagt, auch wie vorher Homeoffice, gerade im Arbeitsrecht, das meiste gedeckt war, auch durch Vereinbarungen, ist auch hier das meiste gedeckt, ja. Also so wie ich verstehe, gilt das Arbeitszeitgesetz, ja. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, was die ganz große Problematik damit ist, aber vielleicht ist das auch deswegen, weil ich nicht so tief in dem Thema drinnen bin. Ich weiß nur, bei uns selber im Betrieb ist es kein Thema. Ja? Aber gut, ansonsten, wie gesagt, ist es zukunftsfit? Ja, ich glaube, es ist zukunftsfit, aber es heißt nicht, dass es nicht nochmal geändert werden wird. Ja? Also ich glaube, es tut sich so viel im Bereich der Arbeitswelt, ja. Es wird immer wieder Innovationen in diesem Bereich geben und dann wird es auch an uns und wird es auch am Gesetzgeber liegen, darauf zu reagieren. Ja, wurde eh schon angesprochen, es gibt eine Evaluation in 2 Jahren und dann wird man sich auch anschauen, sozusagen, was hat sich in dieser Zeit getan und inwiefern kann man darauf dann auch reagieren. Ich glaube, für jetzt ist das Gesetz ein gutes. Ich glaube, wir waren uns auch einig, dass gerade bei den Vorteilen und bei den Gruppen, die gewonnen haben, wir sehr, sehr viele aufgezählt haben.
Und insofern ist das, glaube ich, eine gute Grundlage, dass wir nicht irgendwann jetzt mal eine, also jetzt in nächster Zeit dann auch mal eine Novelle dazu haben. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, die Arbeit wird sich weiterentwickeln. Wir sehen das ja jetzt auch sozusagen. Aber sie wird sich jetzt nicht rapide sozusagen komplett verändern. Also wir sehen ja, dass überhaupt dieses vernetzte Arbeiten nicht immer am gleichen Ort. Ich habe jetzt nicht mein gleiches Büro. Ja, also ich kann mich erinnern, bei uns selber im Unternehmen, das war ein irrsinniges Thema, dass sozusagen das kleine Büro aufgegeben worden ist. Ja, und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile seit 4 Jahre. Und mittlerweile ist es eigentlich, sehen alle die Vorteile daraus. Ja? Man hat trotzdem seinen eigenen Arbeitsplatz. Man sitzt auch irgendwann einmal wieder woanders. Man kommt mit anderen Leuten ins Gespräch. Also sozusagen, und das Gleiche ist mit dem Homeoffice. Ich glaube, für die einen gibt es mehr Vorteile, für die anderen gibt es weniger Vorteile. Vielleicht ist es einmal 2 Tage in der Woche. Und ich glaube, auch das kann irgendwie auf einer gewissen mündlichen Basis auch da wieder reagieren, ob es jetzt heute Donnerstag ist oder das nächste Woche der Montag. Also ich glaube, ich habe es vorher schon versucht zu sagen, da braucht man auch einen gewissen Pragmatismus. Aber ist es das endgültige Gesetz, das jetzt die nächsten 10, 15 Jahre so bleibt? Nein, wird sicher nicht sein. Ja? Dazu ändert sich einfach die Arbeitswelt zu sehr. Sehr gut. Gut, dann bedanke ich mich für die Antworten, weil es waren doch eher komplexe und sehr weit gefasste Fragen. Und jetzt hat das Publikum Möglichkeit, ich höre mich gerade selber, Fragen zu stellen.